kleiner Parkrempler. Und damit Servus Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Luca und wir sind hier in Niederadenau bei Ross Adenau. So viel Zeit muss sein, das dürfen wir sagen. Gestern waren wir Kart fahren. Ich habe nur ein bisschen Muskelkater hier und hier und hier und naja, komm. Das Video habt ihr Anfang der Woche gesehen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, checkt es auf jeden Fall aus. Wird hier gerade eingeblendet. Und man merkt schon, die Saison geht wieder los. Wir haben den 8. Gestern war der erste Touri-Tag. Gestern Abend waren wir hier noch ein bisschen gucken, aber ohne Video. Und jetzt gleich fahren wir hoch zur Döttinger, gucken uns ein bisschen den Touri-Parkplatz an, gehen um die Strecke filmen und fotografieren. Machen das ja für Racetracker, habt ihr ja im Video damals gesehen. Nordschleife bewandern. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video bei strahlend blauem Himmel am Nürburgring. Schlüssel haben wir jetzt auch. Jetzt könnte ich zaubern. Aua, Schild vom Kopf gekriegt. Oh, elektrische Heckklappe. Ja, aber. Hinter jeder weiß, dass zugeht. Oh, ist sogar Tuning dabei, ne? Ja. Was bringt das? Mindestens 5 PS. Echt? Oh, oh, Tuning-Radio auch? Diesmal. Boah. Und Airbag. Awesome. Safety first. Nie ohne Gummi, ne? Ja. Das ist so. Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, weil normalerweise fahre ich und werde vom Beifahrer gefilmt. Heute für den Ronny. Und jetzt muss ich mich hier auf Krampf selber filmen. Aber wir sind jetzt hier aus Niederadenau mal auf dem Weg zum Touri-Parkplatz Döttinger Höhe. Check mal ab, was da so abgeht. Und danach fahren wir dann vermutlich ins Hatzenbach. Wissen wir aber noch nicht genau. Wir überlegen seit gestern Abend, welche Reihenfolge wir anstreben. Ist noch nicht ganz safe. Wetter ist auf jeden Fall sackgeil. Wirkt jetzt gar nicht so cool, aber in der Sonne ist ganz okay. Landschaft ist nice. Und fahren wir mal, ne? Bringst du uns Heiler ans Ziel, Taxifahrer? Ja, gerade so ein Tälchen. Sehe so wie. Ferrari. Noch ein Ferrari. Um 12:45 Uhr. Entspannt. Porsche. Porsche. Abart. Thank you.
Generation. So geht Tracktool, Alter. Nichts dran gemacht. Stahlassis. Aber Abschleppschlaufen. Kann nichts mehr passieren. Ready to go. Miata, Miata, Miata. He can only speak English. Kennzeichen. Sticker Tuning. Locker 20 PS mehr. Vor allen Dingen Käfig in M-Farben. Aber Käfig in M-Farben. Wollen wir fahren? Straßenlegal. Das sieht man jetzt glaube ich nicht. Aber gute Winterreifen. Zahlen sich halt aus. Nicht im Fahrkomfort, sondern im Fahrspaß. Klingt, als würdest du 100 fahren, fährst eigentlich mit 30 über Kurve. Eigentlich Profi-VLN-Fahrer, was? Merry Christmas. Ist halt März, ne? Aber endlich wieder. Wir stehen jetzt hier gerade Quiddelbacher Höhe, packen unseren Kram jetzt zusammen und gehen jetzt hier im Hatzenbach mal ein paar Fotos machen. Aber halt März, ne? Deswegen, auch wenn er offen fährt und den Fiesta mal eben links liegen lässt, Jacke und eine Mütze werde ich mir jetzt auch noch aufziehen, weil wenn man da jetzt im Moment rumsteht, kann er doch ganz schön schnell, ganz schön frisch werden. Aber so ist das, ne? Wenigstens die Saison wieder da. Los geht's.